So, meine Lieben, es geht weiter mit dem zweiten Teil der Ziehung einer Tarotkarte für die Sternzeichen Waage bis Fische. Und zwar für die Woche von Montag, den 10.7. bis Sonntag, den 16.7.2017. Wir beginnen also mit der Waage. Deine Tarotkarte ist der Tod. Diese Karte bedeutet Abschied, Loslassen und ein natürliches Ende. Aber auch, und das ist das Wesentliche, der Wegbereiter für das Neue und Kommende. Dabei ist es möglich, dass es sich bei dir um ein seit lang ersehntes und befreiendes Ende handelt. Im Beruflichen kann es hierbei das Ende deiner Tätigkeit bedeuten. Deshalb richte nicht unbedingt dein Augenmerk voreilig auf deine Zukunft, sondern schließe in Ruhe und Frieden mit der Vergangenheit ab. Auf der Ebene des Bewusstseins bedeutet diese Karte, dass du am Ende einer Entwicklungsphase, einer Entwicklungsgrenze angekommen bist und du deine alte Identität aufgeben wirst. Neue Herausforderungen warten auf dich, also freue dich darauf. Stier, deine Tarotkarte ist die Welt. Und die Welt zeigt dir, dass du die Welt zeigt dir deine gefundene Einheit. Das bedeutet ein Erleben in großer Harmonie sowie den Ausgang einer erfreulichen Entwicklung. In dieser Woche erlebst du ein Happy End, was sich auf dein Leben positiv auswirkt. Du hast den Platz gefunden, der zu dir gehört. Im Beruflichen wird dir klar, dass du den richtigen Beruf hast, ja, gefunden hast. Den lebst du aus. Auf der Ebene deines Bewusstseins steht die Welt für eine beglückende Erfahrung und du spürst, dass du den wesentlichen Schritt zur Selbstwerdung gemacht hast. Sicherheit macht sich in dir breit. Zum Skorpion. Deine Tarotkarte ist die Liebenden. Diese Karte verbindet zwei Themen. Sie beweist dir einerseits eine große Lebenserfahrung. Andererseits führt sie dir die Erkenntnis vor Augen, dass der Schritt, den du jetzt tust, eine notwendige Entscheidung ist. Zum Beispiel Trennung vom Elternhaus oder gar das Junggesellendasein. Früher nannte man auch diese Karte die Entscheidung. Und das bringt es auf den Punkt. Im Beruflichen solltest du unter Berücksichtigung und Abwägung aller gegebenen Fakten zu einer klaren Einstellung kommen. Denn das ist für dein weiteres Verhalten richtungsweisend und bestimmt. Auf der Ebene des Bewusstseins wird dir gezeigt, dass du dir deinen Möglichkeiten bewusst bist und du dich rückhaltlos zu einer und dir getroffenen Wahl bekennen kannst. Das wirst du tun. Steinbock, deine Tarotkarte ist die Gerechtigkeit. Diese Karte steht für eine klare, offene Erkenntnis zu einem Urteil, für das du dich entschieden hast. Dabei zeigt dir Ausgewogenheit, Unbestechlichkeit und Fairness, dass du zu deinem Recht kommst.
Im Beruflichen wirst du bei deiner Aufgabenstellung für Klarheit bezüglich deiner Ziele sorgen. Nüchtern und selbstkritisch und mit fairen Geschäftspraktiken erfährst du eine angemessene Honorierung. Auf der Ebene deines Bewusstseins zeigt dir diese Karte, dass du dich in deiner Fantasie der Ernüchterung und Versachlichung befindest. Es ist Zeit, dir ein klares Bild zu schaffen. Wassermann. Deine Tarotkarte ist das Rad des Schicksals. Je nach der Art, wie du deinem Schicksal begegnest, erlebst du das Schicksalsrad entweder als Ausdruck deiner Machtlosigkeit, ja der Hilflosigkeit, oder als Hinweis für eine Lebenserfahrung, an der du wachsen und reifen kannst. Entweder zeigt dir das Rad der Zeit, dass dir deine Vorhaben gelingen, oder es noch nicht an der Zeit ist, diese zu verwirklichen. Im Beruflichen zeigt dir die Karte in der Regel ebenfalls Machtlosigkeit oder Eintönigkeit in deiner Routine. Das Joch, das du spürst, macht dich mürbe und schafft in dir die Bereitschaft, dein Schicksal selbst in die Hand zu nehmen. Damit beweist das Rad auf große Wandlungen hin, die dir bevorstehen und deren Verwirklichung du schicksalhaft erringst. Auf der Ebene des Bewusstseins bedeutet das Rad des Schicksals die Aufforderung, das Verständnis deiner Situation zu öffnen, um einen möglichen Misserfolg zu erkennen. So kannst du einen eventuellen Verlust verhindern und den richtigen Weg für dein Schicksal wählen. Jetzt das letzte Sternzeichen, und zwar die Fische. Deine Tarotkarte ist die Hohepriesterin. Und die Hohepriesterin steht für deine unbewussten Kräfte, dein Feingefühl und ein Ahnungsgespür ist oft die unerklärliche Gewissheit, dass du den Schlüssel zu einer geheimnisvollen Wahrheit findest. Dies entzieht sich bei anderen oft zum logisch denkenden Verstand. In der Tarotbedeutung wird die Hohepriesterin schon immer für ihre freundliche und hilfsreiche Seite wird sie hervorgehoben. Im Beruflichen zeigt sie, dass entweder dein Tätigkeitsbereich im Feld der Therapie oder in der Esoterik liegt. Oder sie zeigt die Haltung, die dein momentanes Berufsleben kennzeichnet. Das heißt, dass du mit Geduld und Offenheit deinen derzeitigen Aufgaben begegnest. Artet dieses jedoch einmal aus, bekommt dein Verhalten etwas Launisches, Unberechenbares oder gar einen bedrohlichen Aspekt. Auf der Ebene deines Bewusstseins steht die Karte für eine Zeit der Aufmerksamkeit, sodass das Unbewusste sich auf deine Seele richtet und du tief in schöpferische Phasen und Träume absteigst. Das waren mit dem heutigen zweiten Teil die Prognosen für die Sternzeichen, und zwar für alle Sternzeichen. Und somit wünsche ich euch allen eine wunderschöne Woche. Herzlichst, eure Elena.